Was ist Lymphozytopenie? Lymphozytopenie ist eine Erkrankung, bei der der Körper nicht genügend Lymphozyten besitzt. Hierbei handelt es sich um weiße Blutkörperchen, die im Knochenmark einer Person gebildet werden, und sie helfen dem Körper, verschiedene Infektionen abzuwehren. Etwa 30% aller weißen Blutkörperchen sind Lymphozyten. Menschen mit Lymphozytopenie haben ein geschwächtes Immunsystem und neigen dazu, viele ungewöhnliche Infektionen zu bekommen. Sie können auch Schwierigkeiten haben, gewöhnliche Infektionen abzuwehren, die normalerweise für den Durchschnittsmenschen ungefährlich sind. Die häufigsten Ursachen für Lymphozytopenie sind Autoimmunerkrankungen wie das autoimmun syndrom und Blutkrebs. Einige andere zugrunde liegende Ursachen sind angeborene Krankheiten wie das Viscott-Oldridge-Syndrom und die Adoxytheleangyptasie. Im Allgemeinen führen alle Dinge, die zu Lymphozytopenie führen, dazu, dass der Körper weniger Lymphozyten produziert oder Lymphozyten zerstört, die der Körper bereits produziert hat. Einige Fälle werden durch Arzneimittelreaktionen verursacht. Und in diesen Situationen sollte das Absetzen des Arzneimittels zu einer raschen Erholung führen. Wenn bei einer Person eine Lymphozytopenie diagnostiziert wird, muss ein Arzt im Allgemeinen einige Tests durchführen, um die zugrunde liegende Ursache der Störung zu finden. Sie beginnen normalerweise mit Blutuntersuchungen, aber möglicherweise sind komplexere Tests erforderlich. Bei so vielen möglichen Ursachen kann das Testen letztendlich recht umfangreich werden. Die Behandlung beinhaltet im Allgemeinen die Fokussierung auf die zugrunde liegende Ursache und den Umgang mit Infektionen, an denen Patienten leiden. Einige neue Behandlungen werden derzeit von Ärzten untersucht, darunter auch Stammzelltransplantationen, sie sind jedoch im Allgemeinen noch experimentell. Die Diagnose einer Lymphozytopenie kann einige grundlegende Änderungen des Lebensstils erfordern. Jemand mit einem geschwächten Immunsystem muss sich im Allgemeinen mehr Sorgen über eine Infektion als andere Menschen machen. Einige der Methoden, mit denen das Infektionsrisiko einer Person verringert werden kann, umfassen die Vermeidung von Krankheiten, das häufige Händewaschen, die Ausrichtung auf die Zahnpflege und die Änderung der Essgewohnheiten. Es können auch häufigere Impfungen gegen Influenza erforderlich sein. Wenn jemand mit Lymphozytopenie irgendeine Art von Infektion bekommt, muss dies als Notfall behandelt werden. Selbst geringfügige Probleme können für Menschen mit dieser Erkrankung weitaus ernster sein als für Menschen mit einem normalen Immunsystem. Die langfristigen Aussichten für Lymphozytopenie-Patienten variieren im Allgemeinen je nach der zugrunde liegenden Ursache. Bei einigen Personen ist die Erkrankung sehr mild und sie wird ohne Behandlung von selbst verschwinden. Andere Menschen befinden sich möglicherweise in einer lebensbedrohlichen Situation und müssen wegen verschiedener Arten von Infektionen häufig ins Krankenhaus eingeliefert werden.